willkommen zurück auf meinem Channel. Heute machen wir Vanillekipferl. Let's go! Hier das Rezept. Gebt als erstes eure Butter in eine Schüssel und dann den Puderzucker dazu. Eine Prise Salz und vermengt das Ganze mit der Hand. Als nächstes kommen die gemahlenen Mandeln und das Mehl dazu. Vermengt das Ganze wieder mit den Händen. Es sollte ein eher bröseliger Teig sein. Gebt diesen nun in Frischhaltefolie und lasst ihn für ca. 30 Minuten im Kühlschrank. Gebt nun den Teig aus dem Kühlschrank und gebt das Eiweiß dazu. Um den Teig gut formbar zu machen, gebt ein bisschen Puderzucker noch dazu. Formt einen glatten Teig. Wiegt jetzt 20 Gramm Stücke ab. Und formt diese dann zu Halbmonden. Die Vanillekipferl werden jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 15 Minuten gebacken. Nehmt die Vanillekipferl aus dem Backofen und wälzt diese in Vanillezucker. Es ist wichtig, dass sie noch warm sind. Bis nächste Woche.